Die Deutsche Bahn AG legt größten Wert auf ihre persönliche Sicherheit. Aktuelle Informationen machen es erforderlich, den Bahnhof zu räumen. Bitte verlassen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit den Bahnhof durch den nächstgelegenen Ausgang. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ihr Lieben, ich bin nach einer kleinen Pause wieder zurück. Ich musste eine kleine Pause machen, denn wie einige von euch schon mitbekommen haben, hatte ich einen Trauerfall in der Familie. Und da könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass ich da nicht die Lust und vor allen Dingen auch nicht die Kraft hatte, irgendwelche YouTube-Videos zu machen. Wie dem auch sei, es muss weitergehen. Ich bin zwar immer noch etwas traurig, aber was macht man in so einer Situation am besten? Man lenkt sich ab und am besten lenkt man sich mit Dingen ab, die einen Spaß machen. Und das ist bei mir unter anderem YouTube und Modelleisenbahn. Also weiter geht's. Ja, genug zu diesem Thema. Ich möchte kein Mitleid erhaschen. Ich wollte euch nur lediglich sagen, warum ich jetzt eine kurze Zeit nicht zu sehen war, weil einige haben schon nach 2 Wochen nachgefragt. Danke an alle, die nachgefragt haben, was bei mir los ist. Freut mich, dass ihr mich vermisst. Freut mich immer, also sowas, wenn ich sowas lese und höre. Ja, lassen wir das Thema. Ja, dann noch eine Nachricht, die nicht ganz so toll ist. Ich muss ins Krankenhaus. Ich habe schon vorab eine Untersuchung gehabt. Ich weiß jetzt bloß nicht, wann der Termin ist, wann ich da ins Krankenhaus komme. Kann jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen sein. Das läuft alles spontan. Ich kriege einen Anruf, dann muss ich halt ins Krankenhaus um ein paar Tage später. Das ist leider durch die Situation, durch Corona so, bei mir zumindest jetzt hier in Dortmund, habe ich zwar keine Lust drauf, wer geht erstmal schon gerne ins Krankenhaus und gerade jetzt wegen Corona ist das so doof, du hast keine Möglichkeit Besuch zu empfangen, aber ist ein anderes Thema. Wie dem auch sei, es sieht so aus, dass es dann in der Zeit auch keine Videos kommen. Ja, ich versuche vielleicht vorab schon was zu filmen, aber ich kann das jetzt nicht versprechen. Es kann durchaus möglich sein, dass da auch noch mal eine Pause kommt. Ja, ansonsten lassen wir das jetzt mal mit den schlechten Nachrichten. Es muss weitergehen. Es gibt auch gute Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass jetzt am Samstag ein Video von mir und Modellbahn Kramm kommt. Wir haben wieder einige Modellbahnartikel rausgesucht, die wir euch vorstellen wollen. Also genauso, wie wir es gemacht haben. Weihnachten nur, dass dieser Teil etwas länger geht und nicht auf 4 Teile verteilt ist. Viele von euch haben ja schon nachgefragt, ob wir sowas nochmal machen können. Und jetzt Samstag ist es soweit. Ja, da freue ich mich drauf auf dieses Video. Wie lange es jetzt genau geht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss es erst noch bearbeiten, aber rechnet mal, dass das so eine Dreiviertelstunde gehen kann. Ja, die nächste Nachricht, die ich für euch habe, ist, dass es durchaus möglich sein kann, dass ich einen neuen Kooperationspartner bekomme. Man muss gucken, wohin die Reise dann geht, wenn das alles unter Dach und Fach ist. Vielleicht ist es nur eine einmalige Geschichte oder es geht über einen längeren Zeitraum. Wir gucken mal. Ich sage euch auf jeden Fall dann Bescheid, wenn es soweit ist. Deswegen nenne ich hier erstmal noch keine Namen. Ja, ich weiß, dass da wieder einige sind, die sagen, oh, schon wieder ein Kooperationspartner, schon wieder Werbevideos. Leute, ihr seid ja nicht gezwungen, meine Videos zu gucken. Ich sehe das als Chance, meinen Kanal am Leben zu erhalten. Ihr wisst ja eigentlich, wie mein Kanal normalerweise funktioniert. Ich zeige euch den Bau meiner Modelleisenbahn. Ich besuche Leute, ich gehe auf Messen, ich gehe auf Veranstaltungen. Das ist ja alles nicht so in den Rahmen, wie es eigentlich hätte sein müssen oder beziehungsweise überhaupt nicht findet das statt durch Corona. Und deswegen bin ich froh, dass es Firmen gibt, die mich unterstützen, dass ich euch Content bieten kann. Mir macht es Spaß, euch die Artikel vorzustellen und die meisten ja von euch auch, wie ich das mitbekomme. Also ist das doch eine Win-Win-Situation. Und wie gesagt, wer das nicht sehen möchte, der braucht das nicht zu gucken. Meine Videos sind ausreichend betitelt, dass jeder weiß, um was es sich sofort handelt im Video. Ja, das dazu. Ja, was gibt es noch? Ja, genau. Es kommt bald ein Gewinnspiel auf euch zu. Die Firma Pico und ich wollen ein Gewinnspiel machen. Was es da zu gewinnen gibt, verrate ich euch noch nicht. Nur so viel, es lohnt sich und Respekt an Pico. Was die da rausgeben zum Gewinn, finde ich schon Hammer. Also Leute, seid gespannt. Ich muss das alles noch vorbereiten, muss auch genau gucken, wie ich den Ablauf mache. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal garantieren. Ja, dann geht die Kooperation ja mit Pico weiter. Da wird demnächst auch was Schönes vorgestellt. Ich kann auch schon mal sagen, dass es sich um ein Expert Plus Modell handelt. Was es jetzt genau so ein Modell ist, das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Da soll ja ein bisschen die Spannung sein. Das könnt ihr auch noch erwarten. Ja, dann habe ich noch einige Fahrvideos vor. Das kommt ja auch noch alles, die ich noch zeigen wollte.Ich hatte letztens bei mir in der Facebook-Gruppe eine Umfrage gemacht, was man so zeigen könnte am Fahrvideo. Es war zur Auswahl die tschechische Staatsbahn, Y-Wagen, Taucherbrillen und die Brotbüchse.
Messe. Dann waren da X-Wagen, N-Wagen, also diese Zeit von der Deutschen Bahn. Und dann habe ich auch noch gehabt Bügelfalte 140 mit Silberlingen. Und die Wahl ist auch Bügelfalte mit Silberlingen gefallen. Also könnt ihr dieses Fahrvideo auch demnächst erwarten. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Abwechslung reinbekomme hier auf meinem Kanal und dass ihr natürlich dabei seid. Ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht, alles von Pech verfolgt teilweise. Dann war noch bei mir ein Platten am Auto, da musste ich Reifen wechseln, neuen Reifen kaufen. Dann ist noch mein Fernseher kaputt gegangen, da musste ich mir einen neuen Fernseher holen. Ja, dann hat die Frau die Idee gehabt, das Wohnzimmer umzustellen. Deswegen sitze ich jetzt hier vor dem Fenster. Ich weiß, das ist hinten sehr grell, aber ich muss hier noch ein bisschen renovieren. Deswegen habe ich da erstmal auf die halbwegs schöne Seite ausgerichtet. Also es geht ja jetzt hier nicht mein Gesicht in HD oder 4K zu sehen. Es geht ja um das, was ich sage. Wie dem auch sei, ich musste das Wohnzimmer hier umstellen. Jetzt wird das auch noch renoviert. Und ich musste mir eine neue Anlage holen. Ich habe da eine größere Anlage gehabt, aber das passte dann nicht mehr. Die musste ich abgeben. Also es ist auch viel sowas bei mir passiert. Aber das nur so am Rande, da will ich euch nicht mit nerven. Ja, ansonsten war es das schon. Wir sehen uns am Samstag wieder. War schön, dass ihr wieder dabei seid. Also ich sag mal bis Samstag. Tschüss, euer Dortmunder Junge.